Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Türchen Nummer 23 und damit auch zum vorletzten Türchen von unserem tierischen Adventskalender. Heute soll es mal um Saaten für Kaninchen gehen. Ich zeige euch einfach mal, was es so für unterschiedliche Saaten gibt und worauf man bei der Fütterung von Saaten achten sollte. Bleibt unbedingt bis zum Ende dieses Videos dran, denn da gibt es wieder eine kleine Überraschung für euch und dann würde ich sagen, wir legen jetzt auch direkt los. Ich würde sagen, ich fange als allererstes mal mit ein paar allgemeinen Informationen zum Thema Saaten bzw. Samen für Kaninchen an. Ganz wichtig zu wissen ist, dass Saaten immer nur in kleinen Mengen und auch immer nur als kleine Ergänzung gefüttert werden sollten. Also sie sollten wirklich niemals den Hauptteil der Ernährung ausmachen. Und die Menge der Saaten sollte auch unbedingt immer auf den Energiebedarf bzw. auch die Lebenssituation der Kaninchen angepasst werden. Also zum Beispiel, wenn die Kaninchen in Außenhaltung leben, haben sie einfach einen ganz anderen Energiebedarf, gerade im Winter, wie Kaninchen, die in Innenhaltung leben. Und deswegen ist das da ganz wichtig, darauf zu achten, denn zu viele Saaten können sich auch negativ auf die Gesundheit der Kaninchen auswirken. Also gerade in Innenhaltung immer wirklich nur in ganz, ganz kleinen Mengen anbieten. Allgemein gibt es zwei große Kategorien bei den Saaten. Einmal gibt es die Mehlsaaten und dann gibt es noch die Ölsaaten. Mehlsaaten haben einen relativ hohen Stärkegehalt und sollten immer ganz, ganz langsam angefüttert werden. Es kann bei den Mehlsaaten auch sein, dass einige Kaninchen die überhaupt nicht vertragen. Und zu den Mehlsaaten zählen unter anderem sowas wie Buchweizen, Dinkel, Gerste oder auch Hafer. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch die Ölsaaten. Ölsaaten haben einen relativ hohen Fettgehalt und sind auch sehr eiweißreich. Sie werden von den meisten Kaninchen sehr gut vertragen und dazu zählen unter anderem sowas wie Anis, Leinsamen, Fenchelsamen oder auch Sonnenblumenkerne. Und im Anschluss jetzt werde ich euch einige von diesen Ölsaaten nochmal etwas genauer vorstellen. Das erste, das kennen sicherlich alle von euch, das sind die Sonnenblumenkerne. Die sind sehr energiehaltig und sollten deswegen wirklich nur in Kleinstmengen verfüttert werden und auch nur bei Kaninchen, die einen höheren Energiebedarf haben. Sie sind sehr gut verträglich und haben auch viele wichtige Fettsäuren, die gut für die Haut und für das Fell von den Kaninchen sind. Und man kann sie auch durchaus sehr gut mal so als kleines Leckerli einsetzen, aber wirklich nicht so viele davon anbieten. Als nächstes gibt es dann die Kürbiskerne. Sie sind sehr reich an Vitamin E und auch sehr gut für die Haut und für das Fell von den Kaninchen geeignet. Aber auch hier gilt, dass sie wirklich nur in kleinen Mengen an die Kaninchen verfüttert werden sollten. Als nächstes habe ich hier die Anissamen. Die haben sehr tolle gesundheitsfördernde Wirkungen. Also zum Beispiel bei Verdauungsstörungen oder auch bei Erkältungen sind die sehr gut geeignet. Die haben auch eine tolle schleimlösende Wirkung. Das ist zum Beispiel bei Schnupfen richtig super. Deswegen bekommen unsere Kaninchen die auch öfter mal mit so ein bisschen unters Futter gemischt. Natürlich trotzdem nicht zu viel davon verfüttern. Aber insgesamt sind die Anissamen sehr gut, um die Gesundheit der Kaninchen zu unterstützen. Genauso tolle gesundheitsfördernde Wirkung haben die Fenchelsamen. Die sind super bei Verdauungsbeschwerden, zum Beispiel Blähungen oder auch irgendwelchen Krämpfen, weil die haben auch eine krampflösende und antibakterielle Wirkung. Und die sind aber auch super bei Schnupfen, denn sie haben ebenfalls eine schleimlösende Wirkung aufgrund der ätherischen Öle, die in den Samen enthalten sind. Also die sind wirklich auch richtig super, um die an die Kaninchen zu verfüttern. Als nächstes habe ich hier Schwarzkümmel. Der ist super für das Immunsystem der Kaninchen geeignet, um das einfach zu stärken und zu unterstützen. Es kann aber auch normaler Kümmel verfüttert werden. Also Kümmel allgemein ist sehr gut für die Verdauung geeignet und kann auch unterstützen bei Blähungen oder Verdauungsbeschwerden. Also wenn ihr da Kaninchen zu Hause habt, die irgendwelche Probleme in diese Richtung haben, dann kann Kümmel da auf jeden Fall super unterstützend helfen. Weitere sehr tolle Samen sind die Koriandersamen. Die haben eine krampflösende, verdauungsfördernde und appetitanregende Wirkung.
Also man kann sagen, dass es insgesamt auch wieder Samen für die Verdauung der Kaninchen sind, die sich eben positiv auf die Verdauung auswirken und sie können auch unterstützen bei Aufgasungen und Blähungen. Als nächstes habe ich dann hier noch die Leinsamen. Bei mir seht ihr hier die dunkelbraune Variante, aber es gibt auch gelbe Leinsamen. Leinsamen sind sehr reich an Vitamin E und sind auch sehr gut für die Haut und für das Fell von den Kaninchen geeignet. Wichtig bei den Leinsamen ist, dass sie vor der Fütterung unbedingt in Wasser aufquellen sollten, damit sie einfach nicht zu Verdauungsproblemen bei den Kaninchen führen. Das gleiche gilt auch für die Chiasamen. Das kennt ihr ja sicherlich von euch selbst, wenn ihr euch ein Müsli macht oder so und da Chiasamen reinmacht, beziehungsweise wenn ihr allgemein schon mal Chiasamen irgendwie verarbeitet oder gegessen habt. Die sollten unbedingt, bevor sie an die Kaninchen verfüttert werden, in Wasser eingeweicht werden und das mindestens so 1 bis 2 Stunden. Ihr seht es ja auch gleich nochmal bei mir, wie ich die eingeweicht habe, also die quellen schon ziemlich stark auf. Deswegen unbedingt vorher einweichen und dann können sie aber auch an die Kaninchen verfüttert werden. Dabei aber auch wieder darauf achten, dass ihr die natürlich nicht in riesigen Mengen verfüttern solltet, sondern immer nur so als kleine Ergänzung mit anbietet. Als nächstes möchte ich euch noch den Sesam vorstellen. Sesam hat auch einen relativ hohen Vitamin E-Gehalt und ist auch sehr reich an Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Die wiederum sind sehr wichtig für die Haut und für das Fell von den Kaninchen. Also Sesam kann auch sehr gut an die Kaninchen verfüttert werden, aber auch hier gilt natürlich nicht zu viel verfüttern. Die letzten Saaten bzw. Samen, die ich euch heute noch vorstellen möchte, sind die Hanfsamen. Die haben eine entzündungshemmende Wirkung und sind auch sehr nährstoffreich, also auch sehr gut geeignet, um die immer mal wieder den Kaninchen mit anzubieten. Aber auch bei diesen gilt natürlich, dass die immer nur in kleinen Mengen verfüttert werden sollten. Einige von euch fragen sich jetzt wahrscheinlich, wie sie die Saaten denn am besten an ihre Kaninchen verfüttern können, ohne dass die Kaninchen davon dick werden oder zu viele bekommen. Also eine super Variante ist, dass man die Saaten einfach wirklich nur so als kleines Leckerli anbietet. Zum Beispiel, wenn man Tricks mit den Kaninchen übt, also dass die Kaninchen sich die Saaten einfach wirklich selbst erarbeiten müssen. Oder ihr macht das einfach so, wie ihr das jetzt hier bei mir sehen könnt. Ich habe mir einfach dieses Spielzeug geschnappt. Das ist von der lieben Mara von Kaninchenerfahrung. Und dort habe ich dann einfach ein paar Saaten reingetan. Und so können die Kaninchen sich das da auch selbst erarbeiten und sind auf der einen Seite beschäftigt und auf der anderen Seite haben sie gleich noch eine Kleinigkeit zu knabbern, was ich sehr praktisch finde. Unsere Kaninchen bekommen sowas aber auch nur relativ selten, einfach da wir ja eine Innenhaltung haben und unsere Kaninchen dadurch einfach nicht so einen hohen Energiebedarf haben. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ihr eure Kaninchen mit den Saaten belohnen oder beschäftigen könnt und gleichzeitig eben auch ein paar Saaten immer mal wieder mit anbieten könnt. So als kleinen Gesundheits- und Immunboost für die Kaninchen. So, dann sind wir jetzt auch am Ende dieses Videos angekommen und auch im heutigen Video gibt es wieder eine kleine Verlosung für euch. Dafür möchte ich euch noch einen Sponsor aus unserem tierischen Adventskalender vorstellen und zwar ist das Tierdruck. Tierdruck ist ein ganz toller Online-Shop, der personalisierte Produkte von und mit euren Lieblingen anbietet, unter anderem zum Beispiel diese wunderschöne Handyhülle oder auch personalisierte Ketten. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben bei dem i. Da könnt ihr sehr gerne mal reinschauen, wenn euch das noch etwas genauer interessiert. Auf jeden Fall hat uns Tierdruck bei der heutigen Verlosung unterstützt. Und zwar könnt ihr auch heute wieder ein tolles Paket gewinnen. In dem Paket enthalten ist dieser tolle Holznapf von Trixi, dann eine Saatentüte, passend zum heutigen Thema, mit Saaten, die ich selbst zusammengemischt habe. Weiterhin könnt ihr dieses Heusäckchen von Bunny Nature gewinnen. Und zu guter Letzt könnt ihr euch ein personalisiertes Produkt eurer Wahl bei Tierdruck aussuchen. Um an der Verlosung teilzunehmen, schreibt ihr einfach den Hashtag Saaten für Kaninchen in die Kommentare und dann nehmt ihr auch schon teil. Ich drücke euch natürlich allen ganz, ganz fest die Daumen. Und möchte mich an dieser Stelle auch von euch verabschieden aus dem diesjährigen tierischen Adventskalender.
Die Hauptverlosung findet ihr morgen auf dem Kanal Kaninchenerfahrung von der lieben Mara. Ich hoffe natürlich, ihr habt da auch schon ganz fleißig alle Buchstaben gesammelt und auch gefunden. Schreibt mir gerne auch mal euer Feedback zum tierischen Adventskalender in die Kommentare. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt schon mal ganz schöne und besinnliche Weihnachten. Genießt die Ruhe und die Zeit mit euren Liebsten. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald beim nächsten Video. Tschüss!